Zweites Hauptstück Zur Geschichte der moralischen Empfindungen. Vorteile der psychologischen Beobachtung. Dass das Nachdenken über menschliches, allzu Menschliches oder wie der gelehrte Ausdruck leitet, die psychologische Beobachtung zu den Mitteln gehöre, vermöge deren man sich die Last des Lebens erleichtern könne dass die Übung in dieser Kunst Geistesgegenwart in schwierigen Lagen und Unterhaltung inmitten einer langweiligen Umgebung verleihe, ja dass man den dornenvollsten und unerfreulichsten Strichen des eigenen Lebens Sentenzen abpflücken und sich dabei ein wenig wohler fühlen könne, das glaubte man, wusste man, in früheren Jahrhunderten. Warum vergaß es dieses Jahrhundert? wo wenigstens in deutschland ja in europa die armut an psychologischer beobachtung durch viele zeichen sich zu erkennen gibt nicht gerade in roman novelle und philosophischer betrachtung diese sind das werk von ausnahmemenschen schon mehr in der beurteilung öffentlicher ereignisse und persönlichkeiten vor allem aber fehlt die kunst der psychologischen zergliederung und zusammenrechnung in der gesellschaft aller stände in der man wohl viel über menschen aber gar nicht über den Menschen spricht. Warum doch lässt man sich den reichsten und harmlosesten Stoff der Unterhaltung entgehen? Warum liest man nicht einmal die großen Meister der psychologischen Sentenz mehr? Denn ohne jede Übertreibung gesprochen, der Gebildete in Europa, der Laroche Foucault und seine Geistes- und Kunstverwandten gelesen hat, ist selten zu finden. Und noch viel seltener der, welcher sie kennt und sie nicht schmäht. Wahrscheinlich wird aber auch dieser ungewöhnliche Leser viel weniger Freude an ihnen haben, als die Form jener Künstler ihm geben sollte. Denn selbst der feinste Kopf ist nicht vermögend, die Kunst der Sentenzenschleiferei gebührend zu würdigen, wenn er nicht selber zu ihr erzogen ist, in ihr gewetteifert hat man nimmt ohne solche praktische belehrung dieses schaffen und formen für leichter als es ist man fühlt das gelungene und reizvolle nicht scharf genug heraus deshalb haben die jetzigen leser von sentenzen ein verhältnismäßig unbedeutendes vergnügen an ihnen ja kaum einen mund voll annehmlichkeit so daß es ihnen ebenso geht wie den gewöhnlichen betrachtern von kameen als welche loben weil sie nicht lieben können und schnell bereit sind zu bewundern schneller aber noch fortzulaufen. Einwand. Oder sollte es gegen jenen Satz, dass die psychologische Beobachtung zu den Reiz, Heil und Erleichterungsmitteln des Daseins gehöre, eine Gegenrechnung geben? Würde man sich genug von den unangenehmen Folgen dieser Kunst überzeugt haben, um jetzt mit Absichtlichkeit den Blick der sich Bildenden von ihr abzulenken? In der Tat, ein gewisser blinder Glaube an die Güte der menschlichen Natur, ein eingepflanzter Widerwelle vor der Zerlegung menschlicher Handlungen, eine Art Schamhaftigkeit in Hinsicht auf die Nacktheit der Seele, mögen wirklich für das gesamte Glück eines Menschen wünschenswerte Dinge sein, als jene in einzelnen Fällen hilfreiche Eigenschaft der psychologischen Scharfsichtigkeit. Und vielleicht hat der Glaube an das Gute, an tugendhafte Menschen und Handlungen, an die Fülle des unpersönlichen Wohlwollens in der Welt die Menschen besser gemacht, insofern er dieselben weniger mißtrauisch machte. Wenn man die Helden Plutarchs mit Begeisterung nachahmt und einen Abscheu davor empfindet, den Motiven ihres Handelns anzweifelnd nachzuspüren, so hat zwar nicht die Wahrheit, aber die Wohlfahrt der menschlichen Gesellschaft ihren Nutzen dabei. Der psychologische Irrtum und überhaupt die Dumpfheit auf diesem Gebiete hilft der Menschlichkeit vorwärts, während die Erkenntnis der Wahrheit vielleicht durch die anregende Kraft einer Hypothese mehr gewinnt, wie sie Laroch Foucault der ersten Ausgabe seiner Sentences et Maximis Morales vorangestellt hat. Laroche Foucault und jene anderen französischen Meister der Seelenprüfung, denen sich neuerdings auch ein Deutscher, der Verfasser der psychologischen Beobachtungen zugestellt hat, gleichen scharf zielenden Schützen, welche immer und immer wieder ins Schwarze treffen, aber ins Schwarze der menschlichen Natur. Ihr Geschick erregt Staunen, aber endlich verwünscht vielleicht ein Zuschauer, der nicht vom Geiste der Wissenschaft, sondern von der Menschenfreundlichkeit geleitet wird, eine Kunst, welche den Sinn der Verkleinerung und Verdächtigung in die Seelen der Menschen zu pflanzen scheint. Trotzdem. Wie es sich nun mit Rechnung und Gegenrechnung verhalte, in dem gegenwärtigen Zustande einer bestimmten einzelnen Wissenschaft ist die Auferweckung der moralischen Beobachtung nötig geworden, und der grausame Anblick des psychologischen Seziertisches und seiner Messer und Zangen kann der Menschheit nicht erspart bleiben. Denn hier gebietet jene Wissenschaft, welche nach Ursprung und Geschichte der sogenannten moralischen Empfindungen fragt, und welche im Fortschreiten die verwickelten soziologischen Probleme aufzustellen und zu lösen hat, die ältere Philosophie kennt die letzteren gar nicht und ist der Untersuchung von Ursprung und Geschichte der moralischen Empfindungen unter dürftigen Ausflüchten immer aus dem Wege gegangen. Mit welchen Folgen? Das lässt sich jetzt sehr deutlich überschauen, nachdem an vielen Beispielen nachgewiesen ist, wie die Irrtümer der größten Philosophen gewöhnlich ihren Ausgangspunkt in einer falschen Erklärung bestimmter menschlicher Handlungen und Empfindungen haben, wie aufgrund einer irrtümlichen Analysis, zum Beispiel der sogenannten unegoistischen Handlungen, eine falsche Ethik sich aufbaut, dieser zu Gefallen dann wiederum Religion und mythologisches Unwesen zu Hilfe genommen werden, und endlich die Schatten, dieser trüben Geister auch in die Physik und in die gesamte Weltbetrachtung hineinfallen. Steht es aber fest, dass die Oberflächlichkeit der psychologischen Beobachtung, dem menschlichen Urteilen und Schließen die gefährlichsten Fallstricke gelegt hat und fortwährend von neuem legt, so bedarf es jetzt jener Ausdauer der Arbeit, welche nicht müde wird, Steine auf Steine, Steinchen auf Steinchen zu häufen. So bedarf es der enthaltsamen Tapferkeit, um sich einer solchen bescheidenen Arbeit nicht zu schämen und jeder Missachtung derselben Trotz zu bieten. Es ist wahr, zahllose einzelne Bemerkungen über Menschliches und Allzumenschliches sind in Kreisen der Gesellschaft zuerst entdeckt und ausgesprochen worden, welche gewohnt waren, nicht der wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern einer geistreichen Gefallsucht jede Art von Opfern darzubringen. Und fast unlösbar hat sich der Duft jener alten Heimat der moralischen Sentenz, ein sehr verführerischer Duft der ganzen Gattung, angehängt, so dass seinetwegen der wissenschaftliche Mensch unwillkürlich einiges Misstrauen gegen diese Gattung und ihre Ernsthaftigkeit merken lässt. Aber es genügt, auf Folgen zu verweisen, denn schon jetzt beginnt sich zu zeigen, welche Ergebnisse ernsthaftester Art auf dem Boden der psychologischen Beobachtung aufwachsen. Welches ist doch der Hauptsatz, zu dem einer der kühnsten und kältesten Denker, der Verfasser des Buchs über den Ursprung der moralischen Empfindungen, vermöge seiner ein- und durchschneidenden Analysen des menschlichen Handelns, gelangt. Der moralische Mensch, sagt er, steht der intelligiblen, metaphysischen Welt in nichts näher als der physische Mensch. Dieser Satz, hart und schneidig geworden unter dem Hammerschlag der historischen Erkenntnis, kann vielleicht einmal in irgendeiner Zukunft als die Axt dienen, welche dem metaphysischen Bedürfnis der Menschen an die Wurzel gelegt wird. Ob mehr zum Segen als zum Fluche der allgemeinen Wohlfahrt, wer wüsste das zu sagen aber jedenfalls als ein Satz der erheblichsten Folgen, fruchtbar und furchtbar zugleich, und mit jenem Doppelgesicht in die Welt sehend, welches alle großen Erkenntnisse haben. Inwiefern nützlich. Also, ob die psychologische Beobachtung mehr Nutzen oder mehr Nachteile über die Menschen bringe, das bleibe immerhin unentschieden. Aber feststehe, dass sie notwendig ist, weil die Wissenschaft ihrer nicht entraten kann. Die Wissenschaft aber kennt keine Rücksichten auf letzte Zwecke, ebenso wenig als die Natur sie kennt, sondern wie diese gelegentlich Dinge von der höchsten Zweckmäßigkeit zustande bringt, ohne sie gewollt zu haben, so wird auch die echte Wissenschaft als die Nachahmung der Natur in Begriffen den Nutzen und die Wohlfahrt der Menschen gelegentlich, ja vielfach fördern und das Zweckmäßige erreichen aber ebenfalls ohne es gewollt zu haben wem es aber bei dem anhauche einer solchen betrachtungsart gar zu winterlich zumute wird der hat vielleicht nur zu wenig feuer in sich er möge sich indes umsehen und er wird krankheiten wahrnehmen in denen eisumschläge not tun und menschen welche so aus glut und geist zusammengeknetet sind dass sie kaum irgendwo die Luft kalt und schneidend genug für sich finden. Überdies, wie allzu ernste Einzelne und Völker ein Bedürfnis nach Leichtfertigkeiten haben, wie andere allzu bewegliche und erregbare, zeitwillig schwere, niederdrückende Lasten zu ihrer Gesundheit nötig haben, sollten wir, die geistigeren Menschen eines Zeitalters, das ersichtlich immer mehr in Brand gerät, nicht nach allen löschenden und kühlenden Mitteln, die es gibt, greifen müssen, damit wir wenigstens so stetig, harmlos und mäßig bleiben, als wir es noch sind, und so vielleicht einmal dazu brauchbar werden, diesem Zeitalter als Spiegel und Selbstbesinnung über sich zu dienen? Die Fabel von der intelligiblen Freiheit Die Geschichte der Empfindungen, vermöge deren wir jemanden verantwortlich machen, also der sogenannten moralischen Empfindungen verläuft in folgenden Hauptphasen. Zuerst nennt man einzelne Handlungen gut oder böse, ohne alle Rücksicht auf deren Motive, sondern allein der nützlichen oder schädlichen Folgen wegen. Bald aber vergisst man die Herkunft dieser Bezeichnungen und wähnt, dass den Handlungen an sich, ohne Rücksicht auf deren Folgen, die Eigenschaft gut oder böse innewohne mit demselben Irrtume, nach welchem die Sprache den Stein selber als hart, den Baum selber als grün bezeichnet. Also dadurch, dass man, was Wirkung ist, als Ursache fasst. So dann legt man das Gut oder Böse Sein in die Motive hinein und betrachtet die Taten an sich als moralisch zweideutig. Man geht weiter und gibt das Prädikat Gut oder Böse nicht bei dem einzelnen Motive, sondern dem ganzen Wesen eines Menschen, aus dem das Motiv wie die Pflanze aus dem Erdreich herauswächst. So macht man der Reihe nach den Menschen für seine Wirkungen, dann für seine Handlungen, dann für seine Motive und endlich für sein Wesen verantwortlich. Nun entdeckt man schließlich, dass auch dieses Wesen nicht verantwortlich sein kann, insofern es ganz und gar notwendige Folge ist und aus den Elementen und Einflüssen vergangener, und gegenwärtiger Dinge kongressiert. Also dass der Mensch für nichts verantwortlich zu machen ist, weder für sein Wesen noch seine Motive, noch seine Handlungen, noch seine Wirkungen. Damit ist man zur Erkenntnis gelangt, dass die Geschichte der moralischen Empfindungen die Geschichte eines Irrtums, des Irrtums von der Verantwortlichkeit ist, als welcher auf dem Irrtum von der Freiheit des Willens ruht. Schopenhauer schloss dagegen so Weil gewisse Handlungen Unmut, Schuldbewusstsein nach sich ziehen, so muß es eine Verantwortlichkeit geben. Denn zu diesem Unmut wäre kein Grund vorhanden, wenn nicht nur alles Handeln des Menschen mit Notwendigkeit verliefe, wie es tatsächlich und auch nach der Einsicht dieses Philosophen verläuft sondern der Mensch selber mit derselben Notwendigkeit sein ganzes Wesen erlangte, was Schopenhauer leugnet. Aus dieser Tatsache, jenes Unmutes, glaubt Schopenhauer eine Freiheit beweisen zu können, welche der Mensch irgendwie gehabt haben müsse, und zwar nicht in Bezug auf die Handlungen, aber in Bezug auf das Wesen. Freiheit also so oder so zu sein, nicht so oder so zu handeln. Aus dem Esse. Der Sphäre der Freiheit und Verantwortlichkeit folgt nach seiner Meinung das Operari, die Sphäre der strengen Kausalität, Notwendigkeit und Unverantwortlichkeit. Jener Unmut beziehe sich zwar scheinbar auf das Operari, insofern sei er irrtümlich, in Wahrheit aber auf das Esse, welches die Tat eines freien Willens, die Grundursache der Existenz eines Individuums sei. Der Mensch werde das, was er werden wolle, sein Wollen sei früher als seine Existenz. Hier wird der Fehlschluss gemacht, dass aus der Tatsache des Unmutes die Berechtigung, die vernünftige Zulässigkeit dieses Unmutes geschlossen wird. Und von jenem Fehlschluss aus kommt Schopenhauer zu seiner fantastischen Konsequenz, der sogenannten intelligiblen Freiheit. Aber der Unmut nach der Tat braucht gar nicht vernünftig zu sein. Ja, er ist es gewiss nicht, denn er ruht auf der irrtümlichen Voraussetzung, dass die Tat eben nicht notwendig hätte erfolgen müssen. Also, weil sich der Mensch für frei hält, nicht aber weil er frei ist, empfindet er Reue und Gewissensbisse. Überdies ist dieser Unmut etwas, das man sich abgewöhnen kann, bei vielen Menschen ist er in Bezug auf Handlungen gar nicht vorhanden, bei welchen viele andere Menschen ihn empfinden ist eine sehr wandelbare, an die Entwicklung der Sitte und Kultur geknüpfte Sache und vielleicht nur in einer verhältnismäßig kurzen Zeit der Weltgeschichte vorhanden. Niemand ist für seine Taten verantwortlich, niemand für sein Wesen. Richten ist so viel als Ungerecht sein. Dies gilt auch, wenn das Individuum über sich selbst richtet. Der Satz ist so hell wie Sonnenlicht, und doch geht hier jedermann lieber in den schatten und die unwahrheit zurück aus furcht vor den folgen das übertier die bestie in uns will belogen werden moral ist notlüge damit wir von ihr nicht zerrissen werden ohne die irrtümer welche in den annahmen der moral liegen wäre der mensch tier geblieben so aber hat er sich als etwas höheres genommen und sich strengere Gesetze auferlegt. Er hat deshalb einen Hass gegen die der Tierheit näher gebliebenen Stufen, woraus die ehemalige Missachtung des Sklaven als eines Nichtmenschen, als einer Sache zu erklären ist. Der unveränderliche Charakter. Dass der Charakter unveränderlich sei, ist nicht im strengeren Sinne wahr. Vielmehr heißt dieser beliebte Satz nur so viel, dass während der kurzen Lebensdauer eines Menschen die einwirkenden Motive nicht tief genug ritzen können, um die aufgeprägten Schriftzüge vieler Jahrtausende zu zerstören. Dächte man sich aber einen Menschen von achtzigtausend Jahren, so hätte man an ihm sogar einen absolut veränderlichen Charakter, so dass eine Fülle verschiedener Individuen sich nach und nach aus ihm entwickelte. Die Kürze des menschlichen Lebens verleitet zu manchen irrtümlichen Behauptungen über die Eigenschaften des Menschen. Die Ordnung der Güter und die Moral. Die einmal angenommene Rangordnung der Güter, je nachdem ein niedriger, höherer, höchster Egoismus das eine oder das andere will, entscheidet jetzt über das moralisch Sein und unmoralisch Sein. Ein niedriges Gut, zum Beispiel Sinnengenuss, einem höher geschätzten, zum Beispiel Gesundheit, vorzuziehen, gilt als unmoralisch, ebenso Wohlleben der Freiheit vorziehen. Die Rangordnung der Güter ist aber keine zu allen Zeiten feste und gleiche. Wenn jemand Rache der Gerechtigkeit vorzieht, so ist er nach dem Maßstabe einer früheren Kultur moralisch, nach dem der jetzigen unmoralisch. Unmoralisch bezeichnet also, dass einer die höheren, feineren, geistigeren Motive, welche die jeweilige neue Kultur hinzugebracht hat, noch nicht oder noch nicht stark genug empfindet. Es bezeichnet einen zurückgebliebenen, aber immer nur dem Gradunterschied nach. Die Rangordnung der Güter selber wird nicht nach moralischen Gesichtspunkten auf und umgestellt. Wohl aber wird nach ihrer jedesmaligen Festsetzung darüber entschieden, ob eine Handlung moralisch oder unmoralisch sei. Grausame Menschen als zurückgeblieben. Die Menschen, welche jetzt grausam sind, müssen uns als Stufen früherer Kulturen gelten, welche übrig geblieben sind. Das Gebirge der Menschheit zeigt hier einmal die tieferen Formationen, welche sonst versteckt liegen, offen. Es sind zurückgebliebene Menschen, deren Gehirn durch alle möglichen Zufälle im Verlaufe der Vererbung nicht so zart und vielseitig fortgebildet worden ist. Sie zeigen uns, was wir alle waren und machen uns erschrecken. Aber sie selber sind so wenig verantwortlich wie ein Stück Granit dafür, dass es Granit ist. In unserem Gehirne müssen sich auch Rinnen und Windungen finden welche jener Gesinnung entsprechen, wie sich in der Form einzelner menschlicher Organe Erinnerungen an Fischzustände finden sollen. Aber diese Rinnen und Windungen sind nicht mehr das Bett, in welchem sich jetzt der Strom unserer Empfindung wälzt. Dankbarkeit und Rache Der Grund, weshalb der Mächtige dankbar ist, ist dieser. Sein Wohltäter hat sich durch seine Wohltat an der Sphäre des Mächtigen gleichsam vergriffen und sich in sie hineingedrängt. Nun vergleicht er sich zur Vergeltung wieder an der Sphäre des Wohltäters durch den Akt der Dankbarkeit. Es ist eine mildere Form der Rache. Ohne die Genugtuung der Dankbarkeit zu haben, würde der Mächtige sich unmächtig gezeigt haben und fürderhin dafür gelten. Deshalb stellt jede Gesellschaft der Guten das heißt ursprünglich der Mächtigen, die Dankbarkeit unter die ersten Pflichten. Swift hat den Satz hingeworfen, dass Menschen in demselben Verhältnis dankbar sind, wie sie Rache hegen. Doppelte Vorgeschichte von Gut und Böse Der Begriff Gut und Böse hat eine doppelte Vorgeschichte, nämlich einmal in der Seele der herrschenden Stämme und Kasten, wer die macht zu vergelten hat gutes mit gutem böses mit bösem und auch wirklich vergeltung übt also dankbar und rachsüchtig ist der wird gut genannt wer unmächtig ist und nicht vergelten kann gilt als schlecht man gehört als guter zu den guten eine gemeinde welche gemeingefühl hat weil alle einzelnen durch den sinn der vergeltung miteinander verflochten sind man gehört als Schlechter zu den Schlechten, zu einem Haufen unterworfener, ohnmächtiger Menschen, welche kein Gemeingefühl haben. Die Guten sind eine Kaste, die Schlechten eine Masse wie Staub. Gut und schlecht ist eine Zeitlang so viel wie vornehm und niedrig, Herr und Sklave. Dagegen sieht man den Feind nicht als böse an, er kann vergelten. Der Troer und der Grieche sind bei Homer beide gut. Nicht der, welcher uns Schädliches zufügt, sondern der, welcher verächtlich ist, gilt als schlecht. In der Gemeinde der Guten vererbt sich das Gute, es ist unmöglich, dass ein Schlechter aus so gutem Erdreiche hervorwachse. Tut trotzdem einer der Guten etwas, das der Guten unwürdig ist, so verfällt man auf Ausflüchte. Man schiebt zum Beispiel einen Gott die Schuld zu, indem man sagt Er habe den Guten mit Verblendung und Wahnsinn geschlagen sodann in der Seele der Unterdrückten, Machtlosen. Hier gilt jeder andere Mensch als feindlich, rücksichtslos, ausbeutend, grausam, listig, sei er vornehm oder niedrig. Böse ist das Charakterwort für Mensch, ja für jedes lebende Wesen, welches man voraussetzt, zum Beispiel für einen Gott. Menschlich, göttlich gilt so viel als teuflisch, böse. Die Zeichen der Güte, Hilfsbereitschaft, Mitleid werden angstvoll als tücke vorspiel eines schrecklichen ausganges betäubung und überlistung aufgenommen kurz als verfeinerte bosheit bei einer solchen gesinnung des einzelnen kann kaum ein gemeinwesen entstehen höchstens die roheste form desselben so daß überall wo diese auffassung von gut und böse herrscht der untergang der einzelnen ihrer stämme und rassen nahe ist Unsere jetzige Sittlichkeit ist auf dem Boden der herrschenden Stämme und Kasten aufgewachsen Mitleiden stärker als Leiden. Es gibt Fälle, wo das Mitleiden stärker ist als das eigentliche Leiden. Wir empfinden es zum Beispiel schmerzlicher, wenn einer unserer Freunde sich etwas Schmähliches zu Schulden kommen lässt, als wenn wir es selbst tun. Einmal nämlich glauben wir mehr an die Reinheit seines Charakters als er. So dann ist unsere Liebe zu ihm wahrscheinlich eben dieses Glaubens wegen stärker als seine Liebe zu sich selbst. Wenn auch wirklich sein Egoismus mehr dabei leidet als unser Egoismus, insofern er die üblen Folgen seines Vergehens stärker zu tragen hat, so wird das Unegoistische in uns. Dies Wort ist nie streng zu verstehen sondern nur eine Erleichterung des Ausdrucks, doch stärker durch seine Schuld getroffen als das Unegoistische in ihm. Hypochondrie. Es gibt Menschen, welche aus Mitgefühl und Sorge für eine andere Person hypochondrisch werden. Die dabei entstehende Art des Mitleidens ist nicht anders als eine Krankheit. Es gibt auch eine christliche Hypochondrie, was jene einsamen religiös bewegten Leute befällt, die sich das Leiden und Sterben Christi fortwährend vor Augen stellen. Ökonomie der Güte Die Güte und Liebe als die heilsamsten Kräuter und Kräfte im Verkehre der Menschen sind so kostbare Funde, dass man wohl wünschen möchte, es werde in der Verwendung dieser balsamischen Mittel so ökonomisch wie möglich verfahren. Doch ist dies unmöglich. Die Ökonomie der Güte ist der Traum der verwegensten Utopisten. Wohlwollen. Unter die kleinen, aber zahllos häufigen und deshalb sehr wirkungsvollen Dinge, auf welche die Wissenschaft mehr Acht zu geben hat, als auf die großen, seltenen Dinge, ist auch das Wohlwollen zu rechnen. Ich meine jene Äußerungen freundlicher Gesinnung im Verkehr, Jenes Lächeln des Auges, jene Händedrücke, jenes Behagen, von welchem für gewöhnlich fast alles menschliche Tun umsponnen ist. Jeder Lehrer, jeder Beamte bringt diese Zutat zu dem, was für ihn Pflicht ist, hinzu. Es ist die fortwährende Betätigung der Menschlichkeit, gleichsam die Wellen ihres Lichtes, in denen alles wächst. Namentlich im engsten Kreise, innerhalb der Familie, grünt und blüht das Leben nur durch jenes Wohlwollen. Die Gutmütigkeit, die Freundlichkeit, die Höflichkeit des Herzens sind immer Quellen der Ausflüsse des unegoistischen Triebes und haben viel mächtiger an der Kultur gebaut als jene viel berühmteren Äußerungen desselben, die man Mitleiden, Barmherzigkeit und Aufopferung nennt. Aber man pflegt sie gering zu schätzen, und in der Tat, es ist nicht gerade viel Unegoistisches daran. Die Summe dieser geringen Dosen ist trotzdem gewaltig. Ihre gesamte Kraft gehört zu den stärksten Kräften. Ebenso findet man viel mehr Glück in der Welt, als trübe Augen sehen. Wenn man nämlich richtig rechnet und nur alle jene Momente des Behagens, an welchen jeder Tag in jedem, auch dem bedrängtesten Menschen reich ist, nicht vergisst. Mitleiden erregen wollen. auch Foucault trifft in der bemerkenswertesten Stelle seines Selbstporträts zuerst gedruckt 1658 gewiß das rechte, wenn er alle die welche Vernunft haben vor dem Mitleiden warnt, wenn er rät, dasselbe den Leuten aus dem Volke zu überlassen, die der Leidenschaft bedürften, weil sie nicht durch Vernunft bestimmt werden um so weit gebracht zu werden, dem Leidenden zu helfen und bei einem Unglück kräftig einzugreifen, während das Mitleiden nach seinem und Platos Urteil die Seele entkräfte. Freilich sollte man Mitleid bezeugen, aber sich hüten, es zu haben, denn die Unglücklichen seien nun einmal so dumm, dass bei ihnen das Bezeugen von Mitleid das größte Gut von der Welt ausmache. Vielleicht kann man noch stärker vor diesem Mitleid haben warnen, wenn man jenes Bedürfnis der Unglücklichen, nicht gerade als Dummheit und intellektuellen Mangel, als eine Art Geistesstörung fasst, welche das Unglück mit sich bringt, und so scheint es ja Laroche Foucault zu fassen, sondern als etwas ganz anderes und Bedenklicheres versteht. Vielmehr beobachte man Kinder, welche weinen und schreien, damit sie bemitleidet werden, und deshalb den Augenblick abwarten, wo ihr Zustand in die Augen fallen kann. Man lebe im Verkehr mit Kranken und Geistig gedrückten und frage sich, ob nicht das beredte Klagen und Wimmern, das zur Schautragen des Unglücks im Grunde das Ziel verfolgt, den Anwesenden weh zu tun. Das Mitleiden, welches jene dann äußern, ist insofern eine Tröstung für die Schwachen und Leidenden, als sie daran erkennen, doch wenigstens noch eine Macht zu haben, trotz aller ihrer Schwäche die Macht wehe zu tun. Der Unglückliche gewinnt eine Art von Lust in diesem Mitgefühl der Überlegenheit, welches das Bezeugen des Mitleids in ihm zum Bewusstsein bringt. Seine Einbildung erhebt sich, er ist immer noch wichtig genug, um der Welt Schmerzen zu machen. Somit ist der Durst nach Bemitleidetwerden ein Durst nach Selbstgenuß, und zwar auf Unkosten der Mitmenschen. Es zeigt den Menschen in der ganzen Rücksichtslosigkeit seines eigensten lieben Selbst, nicht aber gerade in seiner Dummheit, wie Laroch Foucault meint. Im Zwiegespräch der Gesellschaft werden drei Viertel aller Fragen gestellt, alle Antworten gegeben, um dem Unterredner ein klein wenig weh zu tun. Deshalb dürsten viele Menschen so nach Gesellschaft, sie gibt ihnen das Gefühl ihrer Kraft. In solchen unzähligen, aber sehr kleinen Dosen, in welchen die Bosheit sich geltend macht, ist sie ein mächtiges Reizmittel des Lebens. Ebenso wie das Wohlwollen in gleicher Form durch die Menschenwelt hin verbreitet, das allzeit breite Heilmittel ist. Aber wird es viele Ehrliche geben, welche zugestehen, dass es Vergnügen macht, weh zu tun? dass es nicht selten damit unterhält und gut unterhält anderen menschen wenigstens in gedanken kränkungen zuzufügen und die schrotkörner der kleinen bosheit nach ihnen zu schießen die meisten sind zu unehrlich und ein paar menschen sind zu gut um von diesem pudendum etwas zu wissen diese mögen somit immerhin leugnen daß prosper Mérimée recht habe wenn er sagt aussi que de faire le mal pour le plaisir de le faire, wie der Schein zum Sein wird. Der Schauspieler kann zuletzt auch beim tiefsten Schmerz nicht aufhören, an den Eindruck seiner Person und den gesamten szenischen Effekt zu denken, zum Beispiel selbst beim Begräbnis seines Kindes. Er wird über seinen eigenen Schmerz und dessen Äußerungen weinen, es sein eigener Zuschauer. Der Heuchler, welcher immer ein und dieselbe Rolle spielt, hört zuletzt auf, Heuchler zu sein. Zum Beispiel Priester, welche als junge Männer gewöhnlich bewusst oder unbewusst Heuchler sind, werden zuletzt natürlich und sind dann wirklich ohne alle Affektionen eben Priester. Oder wenn es der Vater nicht so weit bringt, dann vielleicht der Sohn, der des Vaters Vorsprung benutzt, seine Gewöhnung erbt. Wenn einer sehr lange und hartnäckig etwas scheinen will, so wird es ihm zuletzt schwer, etwas anderes zu sein. Der Beruf fast jedes Menschen, sogar der des Künstlers, beginnt mit Heuchelei, mit einem Nachmachen von außen her, mit einem Kopieren des Wirkungsvollen. Der, welcher immer die Maske freundlicher Mienen trägt, muß zuletzt eine Gewalt über wohlwollende Stimmungen bekommen, ohne welche der Ausdruck der Freundlichkeit nicht zu erzwingen ist. Und zuletzt wieder bekommen diese über ihn Gewalt. Er ist wohlwollend. Der Punkt der Ehrlichkeit beim Betruge. Bei allen großen Betrügern ist ein Vorgang bemerkenswert, dem sie ihre Macht verdanken. Im eigentlichen Akte des Betrugs, unter all den Vorbereitungen, dem Schauerlichen in Stimme, Ausdruck, Gebärden, inmitten der wirkungsvollen Szenerie überkommt sie der Glaube an sich selbst. Dieser ist es, der dann so wundergleich und bezwingend zu den Umgebenden spricht. Die Religionsstifter unterscheiden sich dadurch von jenen großen Betrügern, dass sie aus diesem Zustande der Selbsttäuschung nicht herauskommen. Oder sie haben ganz selten einmal jene helleren Momente, wo der Zweifel sie überwältigt. Gewöhnlich trösten sie sich aber, diese helleren Momente dem bösen Widersacher zuschiebend. Selbstbetrug muss da sein, damit diese und jene großartig wirken. Denn die Menschen glauben an die Wahrheit alles dessen, was ersichtlich stark geglaubt wird. Angebliche Stufen der Wahrheit. Einer der gewöhnlichen Fehlschlüsse ist der, weil jemand wahr und aufrichtig gegen uns ist, so sagt er die Wahrheit. So glaubt das Kind an die Urteile der Eltern, der Christ an die Behauptungen des Stifters der Kirche. Ebenso will man nicht zugeben, dass alles jenes, was die Menschen mit Opfern an Glück und Leben in früheren Jahrhunderten verteidigt haben, nichts als Irrtümer waren. Vielleicht sagt man, es seien Stufen der Wahrheit gewesen. Aber im Grunde meint man, wenn jemand ehrlich an etwas geglaubt und für seinen Glauben gekämpft hat und gestorben ist, wäre es doch gar zu unbillig, wenn eigentlich nur ein Irrtum ihn beseelt hätte. So ein Vorgang scheint der ewigen Gerechtigkeit zu widersprechen. Deshalb dekretiert das Herzempfinden der Menschen immer wieder gegen ihren Kopf den Satz, zwischen moralischen Handlungen und intellektuellen Einsichten muss durchaus ein notwendiges Band sein. Es ist leider anders, denn es gibt keine ewige Gerechtigkeit. Die Lüge Weshalb sagen zu allermeist die Menschen im alltäglichen Leben die Wahrheit? Gewiss nicht, weil ein Gott das Lügen verboten hat, sondern erstens, weil es bequemer ist. Denn die Lüge erfordert Erfindung, Verstellung und Gedächtnis. Weshalb Swift sagt: Wer eine Lüge berichtet, merkt selten die schwere Last, die er übernimmt. Er muss nämlich, um eine Lüge zu behaupten, zwanzig andere erfinden. Sodann, weil es in schlichten Verhältnissen vorteilhaft ist, direkt zu sagen: Ich will dies, ich habe dies getan und dergleichen also weil der Weg des Zwangs und der Autorität sicherer ist als der der List. Ist aber einmal ein Kind in verwickelten häuslichen Verhältnissen aufgezogen worden, so handhabt es ebenso natürlich die Lüge und sagt unwillkürlich immer das, was seinem Interesse entspricht. Ein Sinn für Wahrheit, ein Widerwille gegen die Lüge an sich, ist ihm ganz fremd und unzugänglich, und so lügt es in aller Unschuld des Glaubens wegen die Moral verdächtigen. Keine Macht lässt sich behaupten, wenn lauter Heuchler sie vertreten. Die katholische Kirche mag noch so viele weltliche Elemente besitzen, ihre Kraft beruht auf jenen auch jetzt noch zahlreichen priesterlichen Naturen, welche sich das Leben schwer und bedeutungstief machen und deren Blick und abgehärmter Leib von Nachtwachen, Hungern, glühendem Gebete, vielleicht selbst von Geißelhieben redet. Diese erschüttern die Menschen und machen ihnen Angst. Wie wenn es nötig wäre, so zu leben. Dies ist die schauderhafte Frage, welche ihr Anblick auf die Zunge legt. Indem sie diesen Zweifel verbreiten, gründen sie immer von neuem wieder einen Pfeiler ihrer Macht. Selbst die Freigesinnten wagen es nicht, dem derartig Selbstlosen mit hartem Wahrheitssinn zu widerstehen und zu sagen Betrogener du, Betrüge nicht. Nur die Differenz der Einsichten trennt sie von ihm, durchaus keine Differenz der Güte oder Schlechtigkeit. Aber was man nicht mag, pflegt man gewöhnlich auch ungerecht zu behandeln. So spricht man von der Schlauheit und der verruchten Kunst der Jesuiten, aber übersieht, welche Selbstüberwindung jeder einzelne Jesuit sich auferlegt, und wie die erleichterte Lebenspraxis, welche die jesuitischen Lehrbücher predigen, durchaus nicht Ihnen, sondern dem Laienstande zugutekommen soll. Ja, man darf fragen, ob wir aufgeklärten bei ganz gleicher Taktik und Organisation ebenso gute Werkzeuge, ebenso bewunderungswürdig durch Selbstbesiegung, Unermüdlichkeit, Hingebung sein würden. Sieg der Erkenntnis über das radikale Böse. Es trägt dem, der weise werden will, einen reichlichen Gewinn ein, eine Zeitlang einmal die Vorstellung vom gründlichen, bösen und verderbten Menschen gehabt zu haben. Sie ist falsch wie die entgegengesetzte. Aber ganze Zeitstrecken hindurch besaß sie die Herrschaft, und ihre Wurzeln haben sich bis in uns und unsere Welt hinein verästet. Um uns zu begreifen, müssen wir sie begreifen. Um aber dann höher zu steigen, müssen wir über sie hinwegsteigen. Wir erkennen dann, dass es keine Sünden im metaphysischen Sinne gibt, aber im gleichen Sinne auch keine Tugenden, dass dieses ganze Bereich sittlicher Vorstellungen fortwährend im Schwanken ist, dass es höhere und tiefere Begriffe von gut und böse, sittlich und unsittlich gibt der nicht viel mehr von den Dingen begehrt als Erkenntnis derselben, kommt leicht mit seiner Seele zur Ruhe und wird höchstens aus Unwissenheit, aber schwerlich aus Begehrlichkeit fehlgreifen oder sündigen, wie die Welt es heißt. Er wird die Begierden nicht mehr verketzern und ausrotten wollen, aber sein einziges, ihn völlig beherrschendes Ziel, zu aller Zeit so gut wie möglich zu erkennen, wird ihn kühl machen und alle Wildheit in seiner Anlage besänftigen. Überdies ist er eine Menge quälender Vorstellungen losgeworden, er empfindet nichts mehr bei den Worten Höllestrafen, Sündhaftigkeit, Unfähigkeit zum Guten, er erkennt darin nur die verschwebenden Schattenbilder falscher Welt und Lebensbetrachtungen. Moral als Selbstzerzeilung des Menschen. Ein guter Autor, der wirklich das Herz für seine Sache hat, wünscht, dass jemand komme und ihn selber dadurch vernichte, dass er dieselbe Sache deutlicher darstelle und die in ihr enthaltenen Fragen ohne Rest beantworte. Das liebende Mädchen wünscht, dass sie die hingebende Treue ihrer Liebe an der Untreue des Geliebten bewähren könne. Der Soldat wünscht, dass er für sein siegreiches Vaterland auf dem Schlachtfeld falle, denn in dem Siege seines Vaterlandes siegt sein höchstes Wünschen mit. Die Mutter gibt dem Kinde, was sie sich selber entzieht, Schlaf, die beste Speise, unter Umständen ihrer Gesundheit ihr Vermögen. Sind dies alles aber unegoistische Zustände? Sind diese Taten der Moralität Wunder, weil sie nach dem Ausdrucke Schopenhauers unmöglich und doch wirklich sind? Ist es nicht deutlich, dass in all diesen Fällen der Mensch etwas von sich, einen Gedanken, ein Verlangen, ein Erzeugnis mehr liebt als etwas anderes von sich? Dass er also sein Wesen zerteilt und dem einen Teil den anderen zum Opfer bringt? Ist es etwas wesentlich Verschiedenes, wenn ein Trotzkopf sagt Ich will lieber über den Haufen geschossen werden, es diesem Menschen da einen Schritt aus dem Wege zu gehen? Die Neigung zu etwas, Wunsch, Trieb, Verlangen, ist in allen genannten Fällen vorhanden. Je nachzugehen mit allen Folgen ist jedenfalls nicht unegoistisch. In der Moral behandelt sich der Mensch nicht als Individuum, sondern als Dividuum, was man versprechen kann. Man kann Handlungen versprechen, aber keine Empfindungen, denn diese sind unwillkürlich. Wer jemandem verspricht, ihn immer zu lieben oder immer zu hassen oder ihm immer treu zu sein, verspricht etwas, das nicht in seiner Macht steht. Wohl aber kann er solche Handlungen versprechen, welche zwar gewöhnlich die Folgen der Liebe, des Hasses, der Treue sind, aber auch aus anderen Motiven entspringen können. Denn zu einer Handlung führen mehrere Wege und Motive. Das Versprechen, jemanden immer zu lieben, heißt also, solange ich dich liebe, werde ich dir die Handlungen der Liebe erweisen. Liebe ich dich nicht mehr, so wirst du doch dieselben Handlungen, wenn auch aus anderen Motiven, immerfort von mir empfangen, so dass der Schein in den Köpfen der Mitmenschen bestehen bleibt, daß die Liebe unverändert und immer noch dieselbe sei. Man verspricht also die Andauer des Anscheins der Liebe, wenn man ohne Selbstverblendung jemandem immerwährende Liebe gelobt. Intellekt und Moral. Man muss ein gutes Gedächtnis haben, um gegebene Versprechen halten zu können. Man muss eine starke Kraft der Einbildung haben, um Mitleid haben zu können. So eng ist die Moral an die Güte des Intellekts gebunden sich rächen wollen und sich rächen. Einen Rachegedanken haben und ausführen, heißt einen heftigen Fieberanfall bekommen, der aber vorübergeht. Einen Rachegedanken haben, aber haben ohne Kraft und Mut, ihn auszuführen, heißt ein chronisches Leiden, eine Vergiftung an Leib und Seele mit sich herumtragen. Die Moral, welche nur auf die Absichten sieht, taxiert beide Fälle gleich. Für gewöhnlich taxiert man den ersten Fall als den schlimmeren, wegen der bösen Folgen, welche die Tat der Rache vielleicht nach sich zieht. Beide Schätzungen sind kurzsichtig. Warten können Das Warten können ist so schwer, dass die größten Dichter es nicht verschmäht haben, das Nicht-Warten können zum Motiv ihrer Dichtungen zu machen. So Shakespeare im othello Sophokles im Ajax. Dessen Selbstmord ihm, wenn er nur einen Tag noch seine Empfindung hätte abkühlen lassen, nicht mehr nötig geschienen hätte, wie der Orakelspruch andeutet. Wahrscheinlich würde er den schrecklichen Einflüsterungen der verletzten Eitelkeit ein Schnippchen geschlagen und sich zugesprochen haben. Er hatte nicht schon in meinem Falle ein Schaf für einen Helden angesehen. Ist es denn so etwas ungeheures? Im Gegenteil. Es ist nur etwas allgemein Menschliches. Ajax dürfte sich dergestalt Trost zusprechen. Die Leidenschaft will nicht warten. Das Tragische im Leben großer Männer liegt häufig nicht in ihrem Konflikte mit der Zeit und der Niedrigkeit ihrer Mitmenschen, sondern in ihrer Unfähigkeit, ein Jahr, zwei Jahre ihr Werk zu verschieben. Sie können nicht warten. Bei allen Duellen, bei allen Duellen haben die zuratenden Freunde das eine festzustellen, ob die beteiligten Personen noch warten können. Ist dies nicht der Fall, so ist ein Duell vernünftig, insofern jeder von beiden sich sagt: Entweder lebe ich weiter, dann muss jener augenblicklich sterben, oder umgekehrt. Warten hieße in solchem Falle an jener furchtbaren Marter der verletzten Ehre angesichts ihres Verletzers noch länger leiden. Und dies kann eben mehr Leiden sein, als das Leben überhaupt wert ist. Schwelgerei der Rache. Grobe Menschen, welche sich beleidigt fühlen, pflegen den Grad der Beleidigung so hoch als möglich zu nehmen und erzählen die Ursache mit stark übertreibenden Worten, um nur in dem einmal erweckten Hass und Rachgefühl sich recht ausschwelgen zu können. Wert der Verkleinerung. Nicht wenige, vielleicht die allermeisten Menschen haben, um ihre Selbstachtung und eine gewisse Tüchtigkeit im Handeln bei sich aufrechtzuerhalten, durchaus nötig, alle ihnen bekannten Menschen in ihrer Vorstellung herabzusetzen und zu verkleinern. Da aber die geringeren Naturen in der Überzahl sind und es sehr viel daran liegt, ob sie jene Tüchtigkeit haben oder verlieren, so der Aufbrausende. Vor einem, der gegen uns aufbraust, soll man sich in Acht nehmen wie vor einem, der uns einmal nach dem Leben getrachtet hat. Denn dass wir noch leben, das liegt in der Abwesenheit der Macht zu töten. Genügten Blicke, so wäre es längst um uns geschehen. Es ist ein Stück roher Kultur, durch Sichtbar werden lassen der physischen Wildheit, durch Furcht erregen, Jemanden zum Schweigen zu bringen. Ebenso ist jener kalte Blick, welchen Vornehme gegen ihre Bedienten haben, ein Überrest jener kastenmäßigen Abgrenzung zwischen Mensch und Mensch, ein Stück rohen Altertums. Die Frauen, die Bewahrerinnen des Alten, haben auch dies zur Vival treuer bewahrt. Wohin die Ehrlichkeit führen kann, Jemand hatte die üble Angewohnheit, sich über die Motive, aus denen er handelte, und die so gut und so schlecht waren wie die Motive aller Menschen, gelegentlich ganz ehrlich auszusprechen. Er erregte erst Anstoß, dann Verdacht, wurde allmählich geradezu verfemt und in die Acht der Gesellschaft erklärt, bis endlich die Justiz sich eines so verworfenen Wesens erinnerte, bei Gelegenheiten, wo sie sonst kein Auge hatte, oder dasselbe zudrückte. Der Mangel an Schweigsamkeit über das allgemeine Geheimnis und der unverantwortliche Hang zu sehen, was keiner sehen will, sich selber, brachten ihn zu Gefängnis und frühzeitigem Tod. Sträflich, nie gestraft. Unser Verbrechen gegen Verbrecher besteht darin, dass wir sie wie Schufte behandeln. Sancta Simplicitas der Tugend. Jede Tugend hat Vorrechte, zum Beispiel dies, zu den Scheiterhaufen eines Verurteilten ihr eigenes Bündchen Holz zu liefern. Moralität und Erfolg. Nicht nur die Zuschauer einer Tat bemessen häufig das Moralische oder Unmoralische an derselben nach dem Erfolge, nein, der Täter selbst tut dies. Denn die Motive und Absichten sind selten deutlich und einfach genug und mitunterscheidend selbst das Gedächtnis durch den Erfolg der Tat getrübt, so dass man seiner Tat selber falsche Motive unterschiebt oder die unwesentlichen Motive als wesentliche behandelt. Der Erfolg gibt oft einer Tat den vollen ehrlichen Glanz des guten Gewissens, ein Misserfolg legt den Schatten von Gewissensbissen über die achtungswürdigste Handlung daraus ergibt sich die bekannte praxis des politikers welcher denkt gebt mir nur den erfolg mit ihm habe ich auch alle ehrlichen seelen auf meine seite gebracht und mich vor mir selber ehrlich gemacht auf nämliche weise soll der erfolg die bessere begründung ersetzen noch jetzt meinen viele gebildete der sieg des christentums über die griechische philosophie sei ein beweis für die größere wahrheit des ersteren obwohl in diesem Falle nur das Gröbere und Gewaltsamere über das Geistigere und Zarte gesiegt hat. Wie es mit der größeren Wahrheit steht, ist daraus zu ersehen, dass die erwachenden Wissenschaften Punkt um Punkt an Epikurs Philosophie angeknüpft, das Christentum aber Punkt um Punkt zurückgewiesen haben. Liebe und Gerechtigkeit Warum überschätzt man die Liebe zugunsten der Gerechtigkeit und sagt die schönsten Dinge von ihr, als ob sie ein viel höheres Wesen als jene sei? Ist sie denn nicht ersichtlich dümmer als jene? Gewiß, aber gerade deshalb um so viel angenehmer für alle. Sie ist dumm und besitzt ein reiches Füllhorn. Aus ihm teilt sie ihre Gaben aus an jeder Mann, auch wenn er sie nicht verdient, ja ihr nicht einmal dafür dankt. Sie ist unparteiisch wie der Regen, welcher nach der Bibel und der Erfahrung nicht nur den Ungerechten, sondern unter Umständen auch den Gerechten bis auf die Haut nass macht. HINRICHTUNG Wie kommt es, dass jede Hinrichtung uns mehr beleidigt als ein Mord? Es ist die Kälte der Richter, die peinliche Vorbereitung, die Einsicht, dass hier ein Mensch als Mittel benutzt wird, um andere abzuschrecken. Denn die Schuld wird nicht bestraft, selbst wenn es eine gäbe. Diese liegt in Erziehern, Eltern, Umgebungen, in uns, nicht im Mörder. Ich meine die veranlassenden Umstände. Die Hoffnung. Pandora brachte das Fass mit den Übeln und öffnete es. Es war das Geschenk der Götter an die Menschen. Von außen ein schönes, verführerisches Geschenk und Glücksfass zubenannt. Da flogen all die Übel, lebendige, beschwingte Wesen heraus. Von da an schweifen sie nun herum und tun den Menschen Schaden bei Tag und Nacht. Ein einziges Übel war noch nicht aus dem Fass herausgeschlüpft. Da schlug Pandora nach Zeus Willen den Deckel zu, und so blieb es darin für immer hat der mensch nun das glücksgefäß im hause und meint wunder was für einen schatz er in ihm habe es steht ihm zu diensten er greift danach wenn es ihn gelüstet denn er weiß nicht daß jenes faß welches pandora brachte das faß der übel war und hält das zurückgebliebene übel für das größte glücksgut es ist die hoffnung zeus wollte nämlich daß der mensch auch noch so sehr durch die anderen übel gequält doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre sich immer von neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Grad der moralischen Erhitzbarkeit unbekannt. Davon, dass man gewisse erschütternde Anblicke und Eindrücke gehabt oder nicht gehabt hat, zum Beispiel eines ungerecht gerichteten, getöteten oder gemarterten Vaters, einer untreuen Frau, eines grausamen feindlichen Überfalls hängt es ab, ob unsere Leidenschaften zur Glühhitze kommen und das ganze Leben lenken oder nicht. Keiner weiß, wozu ihn die Umstände, das Mitleid, die Entrüstung treiben können, er kennt den Grund seiner Erhitzbarkeit nicht. Erbärmliche kleine Verhältnisse machen erbärmlich. Es ist gewöhnlich nicht die Qualität der Erlebnisse, sondern ihre Quantität, von welcher der niedere und höhere Mensch abhängt, im Guten und Bösen. Der Märtyrer wider Willen In einer Partei gab es einen Menschen, der zu ängstlich und feige war, um seinen Kameraden zu widersprechen, man brauchte ihn zu jedem Dienst, man erlangte von ihm alles, weil er sich vor der schlechten Meinung bei seinen Gesellen mehr als vor dem Tode fürchtete. Es war eine erbärmliche schwache Seele. Sie erkannten dies und machten aufgrund der erwähnten Eigenschaften aus ihm einen Heros und zuletzt gar einen Märtyrer. Obwohl der feige Mensch innerlich immer Nein sagte, sprach er mit den Lippen immer Ja, selbst noch auf dem Schafott also für die Ansichten seiner Partei starb. Neben ihm nämlich stand einer seiner alten Genossen, der ihn durch Wort und Blick so tyrannisierte, dass er wirklich auf die anständigste Weise den Tod erlitt und seitdem als Märtyrer und großer Charakter gefeiert wird. Alltagsmaßstab. Man wird selten irren, wenn man extreme Handlungen auf Eitelkeit, mittelmäßige auf Gewöhnung. Und Kleinliche auf Furcht zurückführt. Missverständnis über die Tugend. Wer die Untugend in Verbindung mit der Lust kennengelernt hat, wie der, welcher eine genusssüchtige Jugend hinter sich hat, bildet sich ein, dass die Tugend mit der Unlust verbunden sein müsse. Wer dagegen von seinen Leidenschaften und Lastern sehr geplagt worden ist, ersehnt in der Tugend die Ruhe und das Glück der Seele. Daher ist es möglich, dass zwei Tugendhafte einander gar nicht verstehen. Der Asket. Der Asket macht aus der Tugend eine Not. Die Ehre von der Person auf die Sache übertragen. Man ehrt allgemein die Handlungen der Liebe und Aufopferung zugunsten des Nächsten, wo sie sich auch immer zeigen. Dadurch vermehrt man die Schätzung der Dinge, welche in jener Art geliebt werden, oder für welche man sich aufopfert, obwohl sie vielleicht an sich nicht mehr viel wert sind. Ein tapferes Heer überzeugt von der Sache, für welche es kämpft. Ehrgeiz ein Surrogant des moralischen Gefühls. Das moralische Gefühl darf in solchen Naturen nicht fehlen, welche keinen Ehrgeiz haben. Die Ehrgeizigen behelfen sich auch ohne dasselbe mit fast gleichem Erfolge. Deshalb werden Söhne aus bescheidenen, dem Ehrgeiz angewandten Familien, wenn sie einmal das moralische Gefühl verlieren, gewöhnlich in schneller Steigerung zu vollkommenen Lumpen. Eitelkeit bereichert. Wie arm wäre der menschliche Geist ohne die Eitelkeit. So aber gleicht er einem wohlgefüllten und immer neu sich füllenden Warenmagazin, welches Käufer jeder Art anlockt, alles fast können sie finden, alles haben, vorausgesetzt, dass sie die gültige Münzsorte Bewunderung mit sich bringen. Greis und Tod. Abgesehen von den Forderungen, welche die Religion stellt, darf man wohl fragen, warum sollte es für einen altgewordenen Mann, welche die Abnahme seiner Kräfte spürt, rühmlicher sein, seine langsame Erschöpfung und Auflösung abzuwarten, als ihm mit vollem Bewusstsein ein Ziel zu setzen. Die Selbsttötung ist in diesem Falle eine ganz natürliche, naheliegende Handlung, welche als ein Sieg der Vernunft billigerweise Ehrfurcht erwecken sollte und auch erweckt hat in jenen Zeiten, als die Häupter der griechischen Philosophie und die wackersten römischen Patrioten durch Selbsttötung zu sterben pflegten. Die Sucht dagegen, sich mit ängstlicher Beratung von Ärzten und peinlichster Lebensart von Tag zu Tag fortzufristen, ohne Kraft dem eigentlichen Lebensziel noch näher zu kommen, ist viel weniger achtbar. Die Religionen sind reich an Ausflüchten vor der Forderung der Selbsttötung, Dadurch schmeicheln sie sich bei denen ein, welche in das Leben verliebt sind. Irrtümer des Leidenden und des Täters: Wenn der Reiche dem Armen ein Besitztum nimmt, zum Beispiel ein Fürst dem Plebäer die Geliebte, so entsteht in dem Armen ein Irrtum. Er meint, jener müsse ganz verrucht sein, um ihm das Wenige, was er habe, zu nehmen aber jener empfindet den Wert eines einzelnen Besitztums gar nicht so tief, weil er gewöhnt ist, viele zu haben. So kann er sich nicht in die Seele des Armen versetzen und tut lange nicht so sehr Unrecht, als dieser glaubt. Beide haben voneinander eine falsche Vorstellung. Das Unrecht des Mächtigen, welches am meisten in der Geschichte empört, ist lange nicht so groß, wie es scheint. Schon die angeerbte Empfindung, ein höheres Wesen mit höheren Ansprüchen zu sein, macht ziemlich kalt und lässt das Gewissen ruhig. Wir alle sogar empfinden, wenn der Unterschied zwischen uns und einem anderen Wesen sehr groß ist, gar nichts mehr vom Unrecht und töten eine Mücke zum Beispiel ohne jeden Gewissensbiss. So ist es kein Zeichen von Schlechtigkeit bei Xerxes, den selbst alle Griechen als hervorragend edel schildern, wenn er dem Vater seinen Sohn nimmt und ihn zerstückeln lässt, weil die ein ängstliches, ominöses Misstrauen gegen den ganzen Herzog geäußert hatte. Der Einzelne wird in diesem Falle wie ein unangenehmes Insekt beseitigt. Er steht zu niedrig, um länger quälende Empfindungen bei einem Weltherrscher erregen zu dürfen. Ja, jeder Grausame ist nicht in dem Maße grausam, als es der Misshandelte glaubt. Die Vorstellung des Schmerzes ist nicht dasselbe wie das Erleiden desselben. Ebenso steht es mit dem ungerechten Richter, mit dem Journalisten, welcher mit kleinen Unredlichkeiten die öffentliche Meinung irreführt. Ursache und Wirkung sind in allen diesen Fällen von ganz verschiedenen Empfindungs- und Gedankengruppen umgeben, während man unwillkürlich voraussetzt, dass Täter und Leidender gleich denken und empfinden, und gemäß dieser Voraussetzung die Schuld des einen nach dem Schmerz des anderen misst. Haut der Seele: Wie die Knochen, Fleischstücke, Eingeweide und Blutgefäße mit einer Haut umschlossen ist, die den Anblick des Menschen erträglich macht, so werden die Regungen und Leidenschaften der Seele durch die Eitelkeit umhüllt. Sie ist die Haut der Seele. Schlaf der Tugend. Wenn die Tugend geschlafen hat, wird sie frischer aufstehen. Feinheit der Scham. Die Menschen schämen sich nicht, etwas Schmutziges zu denken, aber wohl, wenn sie sich vorstellen, dass man ihnen diese schmutzigen Gedanken zutraue. Bosheit ist selten. Die meisten Menschen sind viel zu sehr mit sich beschäftigt. Um boshaft zu sein. Das Zünglein an der Waage. Man lobt oder tadelt, je nachdem das eine oder das andere mehr Gelegenheit gibt, unsere Urteilskraft leuchten zu lassen. Lukas Kapitel 18, Vers 14 verbessert: Wer sich selbst erniedrigt, will erhöht werden. Verhinderung des Selbstmordes. Es gibt ein Recht, wonach wir einem Menschen das Leben nehmen, aber keines, wonach wir ihm das Sterben nehmen. Dies ist nur Grausamkeit. Eitelkeit. Uns liegt an der guten Meinung der Menschen, einmal weil sie uns nützlich ist, sodann weil wir ihnen Freude machen wollen, Kinder den Eltern, Schüler den Lehrern und wohlwollende Menschen überhaupt allen übrigen Menschen. Nur wo jemandem die gute Meinung der Menschen wichtig ist, abgesehen vom Vorteil oder von seinem Wunsche, Freude zu machen, reden wir von Eitelkeit. In diesem Falle will sich der Mensch selber eine Freude machen, aber auf Unkosten seiner Mitmenschen, indem er diese entweder zu einer falschen Meinung über sich verführt, oder es gar auf einen Grad der guten Meinung absieht, wo diese allen anderen peinlich werden muß, durch Erregung von Neid. Der Einzelne will gewöhnlich durch die Meinung anderer die Meinung, die er von sich hat, beglaubigen und vor sich selber bekräftigen. Aber die mächtige Gewöhnung an Autorität, eine Gewöhnung, die so alt ist, als der Mensch ist, bringt so viele auch dazu, ihren eigenen Glauben an sich auf Autorität zu stützen, also erst aus der Hand anderer anzunehmen. Sie trauen der Urteilskraft anderer mehr als der eigenen. Das Innerste an sich selbst, der Wunsch, sich zu vergnügen, erreicht bei den Eitlen eine solche Höhe, dass er die anderen zu einer falschen, allzu hohen Taxation seiner selbst verführt und dann doch sich an die Autorität der anderen hält, also den Irrtum herbeiführt und doch ihm Glauben schenkt. Man muß sich also eingestehen, dass die eitlen Menschen nicht sowohl anderen gefallen wollen als sich selbst, und dass sie so weit gehen, ihren Vorteil dabei zu vernachlässigen. Denn es liegt ihnen oft daran, ihre Mitmenschen ungünstig, feindlich, neidisch, also schädlich gegen sich zu stimmen, nur um Freude an sich selber, dem Selbstgenuß zu haben. Grenze der Menschenliebe jeder, welcher sich dafür erklärt hat, dass der andere ein Dummkopf, ein schlechter Geselle sei, ärgert sich, wenn jener schließlich zeigt, dass er es nicht ist. Moralité, Larmoyon. Wie viel Vergnügen macht die Moralität? Man denke nur, was für ein Meer angenehmer Tränen schon bei Erzählungen edler, großmütiger Handlungen geflossen ist. Dieser Reiz des Lebens würde schwindeln, wenn der Glaube an die völlige Unverantwortlichkeit überhand nehme. Ursprung der Gerechtigkeit Die Gerechtigkeit Billigkeit nimmt ihren Ursprung unter ungefähr gleichmächtigen, wie dies Thukydides in dem furchtbaren Gespräche der athenischen und melischen Gesandten richtig begriffen hat wo es keine deutlich erkennbare Übergewalt gibt und ein Kampf zum erfolglosen gegenseitigen schädigen würde, da entsteht der Gedanke, sich zu verständigen und über die beiderseitigen Ansprüche zu verhandeln. Der Charakter des Tausches ist der anfängliche Charakter der Gerechtigkeit. Jeder stellt den anderen zufrieden, indem jeder bekommt, was er mehr schätzt, als der andere. Man gibt jedem, was er haben will, als das nunmehr seinige, und empfängt dagegen das gewünschte gerechtigkeit ist also vergeltung und austausch unter der voraussetzung einer ungefähr gleichen machtstellung so gehört ursprünglich die rache in den bereich der gerechtigkeit sie ist ein austausch ebenso die dankbarkeit gerechtigkeit geht natürlich auf den gesichtspunkt einer einsichtigen selbsterhaltung zurück also auf den egoismus jener überlegung wozu sollte ich mich nutzlos schädigen und mein Ziel vielleicht doch nicht erreichen. Soviel vom Ursprung der Gerechtigkeit. Dadurch, dass die Menschen ihrer intellektuellen Gewohnheit gemäß den ursprünglichen Zweck sogenannter gerechter, billiger Handlungen vergessen haben, und namentlich, weil durch Jahrtausende hindurch die Kinder angelernt worden sind, solche Handlungen zu bewundern und nachzuahmen, ist allmählich der Anschein entstanden, als sei eine gerechte Handlung, eine unegoistische, auf diesem Anschein aber beruht die hohe Schätzung derselben, welche überdies wie alle Schätzungen fortwährend noch im Wachsen ist. Denn etwas Hochgeschätztes wird mit Aufopferung erstrebt, nachgeahmt, vervielfältigt und wächst dadurch, dass der Wert der aufgewandten Mühe und Beeiferung von jedem Einzelnen noch zum Werte des geschätzten Dinges hinzugeschlagen wird. Wie wenig moralisch sähe die Welt ohne die Vergesslichkeit aus? Ein Dichter könnte sagen, dass Gott die Vergesslichkeit als Türhüterin an die Tempelschwelle der Menschenwürde hingelagert habe. Vom Rechte des Schwächeren: Wenn sich jemand unter Bedingungen einem Mächtigeren unterwirft, zum Beispiel eine belagerte Stadt, so ist die Gegenbedingung die, dass man sich vernichten, die Stadt verbrennen und so dem Mächtigeren eine große Einbuße machen kann. Deshalb entsteht hier eine Art Gleichstellung, aufgrund welcher Rechte fortgesetzt werden können. Der Feind hat seinen Vorteil an der Erhaltung. Insofern gibt es auch Rechte zwischen Sklaven und Herren, das heißt genau in dem Maße, in welchem der Besitz des Sklaven seinem Herrn nützlich und wichtig ist. Das Recht geht ursprünglich so weit, als einer dem anderen wertvoll, wesentlich, unverlierbar, unbesiegbar und dergleichen erscheint. In dieser Hinsicht hat auch der Schwächere noch Rechte, aber geringere. Daher das berühmte "unusquisque tantum juris habet, quantum potentia valet" oder genauer "quantum potentia valere creditur". Die drei Phasen der bisherigen Moralität. Es ist das erste Zeichen, dass das Tier Mensch geworden ist, wenn sein Handeln nicht mehr auf das augenblickliche Wohlbefinden, sondern auf das Dauernde sich bezieht, dass der Mensch also nützlich, zweckmäßig wird. Da bricht zuerst die freie Herrschaft der Vernunft heraus. Eine noch höhere Stufe ist erreicht, wenn er nach dem Prinzip der Ehre handelt. Vermöge desselben ordnet er sich ein, unterwirft sich gemeinsamen Empfindungen, und das erhebt ihn noch über die Phase, in der nur die persönlich verstandene Nützlichkeit ihn leitete. Er achtet und will geachtet werden, das heißt, er begreift den Nutzen als abhängig von dem, was er über andere, was andere über ihn meinen. Endlich handelt er, auf der höchsten Stufe der bisherigen Moralität nach seinem Maßstab über die Dinge und Menschen. Er selber bestimmt für sich und andere, was ehrenvoll, was nützlich ist. Er ist zum Gesetzgeber der Meinungen geworden, gemäß dem immer höher entwickelten Begriff des Nützlichen. Die Erkenntnis befähigt ihn, das Nützlichste, das heißt den allgemeinen, dauernden Nutzen, dem Persönlichen, die ehrende Anerkennung von allgemeiner dauernder Gestaltung der momentanen voranzustellen. Er lebt und handelt als Kollektivindividuum. Moral des reifen Individuums. Man hat bisher als das eigentliche Kennzeichen der moralischen Handlung das Unpersönliche angesehen. Und es ist nachgewiesen, dass zu Anfang die Rücksicht auf den allgemeinen Nutzen es war, deren wegen man alle unpersönlichen Handlungen lobte und auszeichnete. Sollte nicht eine unbedeutende Umwandlung dieser Absicht bevorstehen, jetzt, wo immer besser eingesehen wird, dass gerade in der möglichst persönlichen Rücksicht auch der Nutzen für das Allgemeine am größten ist, sodass gerade das streng persönliche Handeln dem jetzigen Begriff der Moralität als einer allgemeinen Nützlichkeit entspricht? Aus sich eine ganze Person machen und in allem, was man tut, deren höchstes Wohl ins Auge fassen, das bringt weiter als jene mitleidigen Regungen und Handlungen zugunsten anderer. Wir alle leiden freilich noch immer an der allzu geringen Beachtung der Persönlichkeit an uns, es ist schlecht ausgebildet. Gestehen wir es uns ein, man hat vielmehr unseren Sinn gewaltsam von ihm abgezogen und dem Staat, der Wissenschaft, dem Hilfsbedürftigen zum Opfer angeboten, wie als ob es das Schlechteste wäre, das geopfert werden müsste. Auch jetzt wollen wir für unsere Mitmenschen arbeiten, aber nur so weit, als wir unseren eigenen höchsten Vorteil in dieser Arbeit finden, nicht mehr, nicht weniger. Es kommt nur darauf an, was man als seinen Vorteil versteht. Gerade das unreife, unentwickelte, rohe Individuum, wird sich auch am rohesten verstehen. Sitte und sittlich. Moralisch, sittlich, ethisch sein heißt Gehorsam gegen ein altbegründetes Gesetz oder Herkommen haben. Ob man mit Mühe oder gern sich ihm unterwirft, ist dabei gleichgültig, genug, dass man es tut. Gut nennt man den, welcher wie von Natur, nach langer Vererbung, also leicht und gern das Sittliche tut, je nachdem dies ist, zum Beispiel Rache übt, wenn Rache üben wie bei den älteren Griechen zur guten Sitte gehört. Er wird gut genannt, weil er wozu gut ist. Da aber Wohlwollen, Mitleiden und dergleichen in dem Wechsel der Sitten immer als gut wozu, als nützlich empfunden wurde, so nennt man jetzt vornehmlich den wohlwollenden hilfreichen gut böse ist nicht sittlich unsittlich sein unsitte üben dem herkommen widerstreben wie vernünftig oder dumm dasselbe auch sei das schädigen des nächsten ist aber in allen den sittengesetzen der verschiedenen zeiten vornehmlich als schädlich empfunden worden so daß wir jetzt namentlich bei dem wort böse an die freiwillige schädigung des nächsten denken nicht das egoistische und das unegoistische ist der grundgegensatz welcher die menschen zur untersuchung von sittlich und unsittlich gut und böse gebracht hat sondern gebunden sein an ein herkommen gesetz und lösung davon wie das herkommen entstanden ist das ist dabei gleichgültig jedenfalls ohne rücksicht auf gut und böse oder irgendeinen immanenten kategorischen imperativ sondern vor allem zum Zweck der Erhaltung einer Gemeinde, eines Volkes. Jeder abergläubische Brauch, welcher aufgrund eines falsch gedeuteten Zufalls entstanden ist, erzwingt ein Herkommen, dem zu folgen sittlich ist. Sich von ihm lösen ist nämlich gefährlich, für die Gemeinschaft noch mehr schädlich als für den Einzelnen, weil die Gottheit den Frevel und jede Verletzung ihrer Vorrechte, an der Gemeinde und nur insofern auch am Individuum straft. Nun wird dieses Herkommen fortwährend ehrwürdiger, je weiter der Ursprung abliegt, je mehr dieser vergessen ist. Die ihm gezollte Verehrung häuft sich von Generation zu Generation auf, das Herkommen wird zuletzt heilig und erweckt Ehrfurcht, und so ist jedenfalls die Moral der Pietät eine viel ältere Moral als die, welche unegoistische Handlungen verlangt. Die Lust in der Sitte. Eine wichtige Gattung der Lust und damit der Quelle der Moralität entsteht aus der Gewohnheit. Man tut das Gewohnte leichter, besser, also lieber. Man empfindet dabei eine Lust und weiß aus der Erfahrung, dass das Gewohnte sich bewährt hat, also nützlich ist. Eine Sitte, mit der sich leben lässt, ist als heilsam förderlich bewiesen im Gegensatz zu allen neuen, noch nicht bewährten Versuchen. Die Sitte ist demnach die Vereinigung des Angenehmen und des Nützlichen, überdies macht sie kein Nachdenken nötig. Sobald der Mensch Zwang ausüben kann, übt er ihn aus, um seine Sitten durchzusetzen und einzuführen, denn für ihn sind sie die bewährte Lebensweisheit. Ebenso zwingt eine Gemeinschaft von Individuen jedes einzelne zur selben Sitte. Hier ist der Fehlschluss. Weil man sich mit einer Sitte wohlfühlt, oder wenigstens weil man vermittels derselben seine Existenz durchsetzt, so ist diese Sitte notwendig, denn sie gilt als die einzige Möglichkeit, unter der man sich wohlfühlen kann. Das Wohlgefühl des Lebens scheint allein aus ihr hervorzugehen. Die Auffassung des Gewohnten als eine Bedingung des Daseins wird bis auf die kleinsten Einzelheiten der Sitte durchgeführt. Da die Einsicht in die wirkliche Kausalität bei den niedrigstehenden Völkern und Kulturen sehr gering ist, sieht man mit abergläubischer Furcht darauf, dass alles seinen gleichen Gang gehe. Selbst wo die Sitte schwer, hart, lästig ist, wird sie ihrer scheinbar höchsten Nützlichkeit wegen bewahrt. Man weiß nicht, dass derselbe Grad von Wohlbefinden auch bei anderen Sitten bestehen kann und dass selbst höhere Grade sich erreichen lassen. Wohl aber nimmt man wahr, dass alle Sitten, auch die Härtesten, mit der Zeit angenehmer und milder werden und dass auch die strengste Lebensweise zur Gewohnheit und damit zur Lust werden kann. Lust und sozialer Instinkt. Aus seinen Beziehungen zu anderen Menschen gewinnt der Mensch eine neue Gattung von Lust zu jenem Lustempfinden hinzu, welche er aus sich selber nimmt wodurch er das Reich der Lustempfindung überhaupt bedeutend umfänglicher macht. Vielleicht hat er mancherlei das hierher gehört, schon von den Tieren her übernommen, welche ersichtlich Lust empfinden, wenn sie miteinander spielen, namentlich die Mütter mit den Jungen. Sodann gedenke man der geschlechtlichen Beziehungen, welche jedem Männchen, ungefähr jedes Weibchen interessant in Ansehung der Lust erscheinen lassen und umgekehrt. Die Lustempfindung aufgrund menschlicher Beziehungen macht im Allgemeinen den Menschen besser. Die gemeinsame Freude, die Lust mit Sammengenossen, erhöht dieselbe. Sie gibt dem Einzelnen Sicherheit, macht ihn gutmütiger, löst das Misstrauen, den Neid. Denn man fühlt sich selber wohl und sieht den anderen in gleicher Weise sich wohlfühlen. Die gleichartigen Äußerungen der Lust erwecken die Fantasie der Mitempfindung, das Gefühl, etwas Gleiches zu sein. Dasselbe tun auch die gemeinsamen Leiden, dieselben Unwetter, Gefahren, Feinde. Darauf baut sich dann wohl das älteste Bedürfnis auf, dessen Sinn die gemeinsame Beseitigung und Abwehr einer drohenden Unlust zum Nutzen jedes Einzelnen ist. Und so wächst der soziale Instinkt aus der Lust heraus. Das Unschuldige an den sogenannten bösen Handlungen. Alle bösen Handlungen sind motiviert durch den Trieb der Erhaltung oder, noch genauer, durch die Absicht auf Lust und Vermeiden der Unlust des Individuums. Als solchermaßen motiviert, aber nicht böse. Schmerz bereiten an sich existiert nicht, außer im Gehirn der Philosophen, ebenso wenig Lust bereiten an sich. Mitleid im schopenhauerischen Sinne. In dem Zustande vor dem Staate töten wir das Wesen, sei es Affe oder Mensch, welches uns eine Frucht des Baumes vorwegnehmen will, wenn wir gerade Hunger haben und auf den Baum zulaufen, wie wir es noch jetzt bei Wanderungen in unwirtliche Gegenden mit dem Tiere tun würden. Die bösen Handlungen, welche uns jetzt am meisten empören, beruhen auf dem Irrtume, dass der andere, welcher sie uns zufügt, freien Willen habe, also, dass es in seinem Belieben gelegen habe, uns dies Schlimme nicht anzutun. Dieser Glaube an das Belieben erregt den Hass, die Rachlust, die Tücke, die ganze Verschlechterung der Fantasie, während wir einem Tiere viel weniger zürnen, weil wir dies als unverantwortlich betrachten. Leid tun nicht aus Erhaltungstrieb, sondern zur Vergeltung, ist Folge eines falschen Urteils und deshalb ebenfalls unschuldig. Der Einzelne kann im Zustande, welcher vor dem Staat liegt, zur Abschreckung anderer Wesen hart und grausam behandeln, um seine Existenz durch solche abschreckende Proben seiner Macht sicherzustellen. So handelt der Gewalttätige, mächtige, der ursprüngliche Staatengründer, welcher sich die Schwächeren unterwirft. Er hat dazu das Recht, wie es jetzt noch der Staat sich nimmt, oder vielmehr, es gibt kein Recht, welches dies hindern kann. Es kann erst dann der Boden für alle Moralität gemacht werden, wenn ein größeres Individuum oder ein Kollektivindividuum, zum Beispiel die Gesellschaft, der Staat, die Einzelnen unterwirft, also aus ihrer Vereinzelung herauszieht und in einen Verband einordnet. Der Moralität geht der Zwang voraus, ja, sie selber ist eine Zeitlang Zwang, dem man sich zur Vermeidung der Unlust fügt. Später wird sie Sitte noch später freier Gehorsam, endlich beinahe Instinkt. Dann ist sie wie alles Langgewöhnte und Natürliche mit Lust verknüpft und heißt nun Tugend. Scham. Die Scham existiert überall, wo es ein Mysterium gibt. Dies aber ist ein religiöser Begriff, welcher in der älteren Zeit der menschlichen Kultur einen großen Umfang hatte. Überall gab es umgrenzte Gebiete, zu welchen das göttliche Recht den Zutritt versagte, außer unter bestimmten Bedingungen. Zuallererst ganz räumlich, insofern gewisse Städte vom Fuße der Uneingeweihten nicht zu betreten waren und in deren Nähe diese Schauder und Angst empfanden. Dies Gefühl wurde vielfach auf andere Verhältnisse übertragen zum Beispiel auf die geschlechtlichen Verhältnisse, welche als ein Vorrecht und Adyton des reiferen Alters den Blicken der Jugend zu deren Vorteil entzogen werden sollten. Verhältnisse, zu deren Schutz und Heilighaltung viele Götter tätig und im ehelichen Gemache als Wächter aufgestellt gedacht wurden. Im Türkischen heißt deshalb dies Gemach Harem, Heiligtum, wird also mit demselben Wort bezeichnet, welches für die Vorhöfe der Moscheen üblich ist so ist das Königtum als ein Zentrum, von wo Macht und Glanz ausstrahlt, dem Unterworfenen ein Mysterium voller Heimlichkeit und Scham, wovon viele Nachwirkungen noch jetzt unter Völkern, die sonst keineswegs zu den Verschämten gehören, zu fühlen sind. Ebenso ist die ganze Welt innerer Zustände, die sogenannte Seele, auch jetzt noch für alle Nichtphilosophen ein Mysterium, nachdem diese endlose Zeit hindurch als göttlichen Ursprungs, als göttlichen Verkehrs würdig geglaubt wurde. Sie ist demnach ein Adyton und erweckt Scham. Richtet nicht. Man muss sich hüten, bei der Betrachtung früherer Perioden nicht in ein ungerechtes Schimpfen zu geraten. Die Ungerechtigkeit in der Sklaverei. Die Grausamkeit in der Unterwerfung von Personen und Völkern ist nicht mit unserem Maße zu messen, denn damals war der Instinkt der Gerechtigkeit noch nicht so weit gebildet. Wer darf dem Genfer Calvin die Verbrennung des Arztes Serva vorwerfen? Es war eine konsequente, auf seinen Überzeugungen fließende Handlung, und ebenso hatte die Inquisition ein gutes Recht nur waren die herrschenden Ansichten falsch und ergaben eine Konsequenz, welche uns hart erscheint, weil uns jene Ansichten fremd geworden sind. Was ist übrigens Verbrennen eines Einzelnen im Vergleich mit ewigen Höllenstrafen für fast alle? Und doch beherrschte dieser Vorstellung damals die Welt, ohne mit ihrer viel größeren Schrecklichkeit der Vorstellung von einem Gotte wesentlich Schaden zu tun. Auch bei uns werden politische Sektierer hart und grausam behandelt, aber weil man an die Notwendigkeit des Staates zu glauben gelernt hat, so empfindet man hier die Grausamkeit nicht so sehr wie dort, wo wir die Anschauungen verwerfen. Die Grausamkeit gegen Tiere bei Kindern und Italienern geht auf Unverständnis zurück. Das Tier ist namentlich durch die Interessen der kirchlichen Lehre zu weit hinter den Menschen zurückgesetzt worden. Auch mildert sich vieles Schreckliche und Unmenschliche in der Geschichte, an welches man glauben möchte, durch die Betrachtung, dass der Befehlende und der Ausführende andere Personen sind. Ersterer hat den Anblick nicht, und daher nicht den starken Phantasieeindruck, letzterer gehorcht einem Vorgesetzten und fühlt sich unverantwortlich. Die meisten Fürsten und Militärchefs erscheinen aus Mangel an Phantasie leicht grausam und hart, ohne es zu sein. Der Egoismus ist nicht böse, weil die Vorstellung vom Nächsten, das Wort ist christlichen Ursprungs und entspricht der Wahrheit nicht, in uns sehr schwach ist und wir uns gegen ihn beinahe wie gegen Pflanze und Stein frei und unverantwortlich fühlen. Dass der andere leidet, ist zu lernen, und völlig kann es nie gelernt werden. Der Mensch handelt immer gut. Wir klagen die Natur nicht als unmoralisch an, wenn sie uns ein Donnerwetter schickt und uns nass macht. Warum nennen wir den schädigenden Menschen unmoralisch? Weil wir hier einen willkürlich waltenden freien Willen dort Notwendigkeit annehmen. Aber diese Unterscheidung ist ein Irrtum. Sodann, selbst das absichtliche Schädigen nennen wir nicht unter allen Umständen unmoralisch. Man tötet zum Beispiel eine Mücke unbedenklich mit Absicht, bloß weil uns ihr Singen missfällt. Man straft den Verbrecher absichtlich und tut ihm Leid an, um uns und die Gesellschaft zu schützen. Im ersten Falle ist es das Individuum, welches, um sich zu erhalten oder selbst um sich keine Unlust zu machen, absichtlich Leid tut. Im zweiten der Staat. Alle Moral lässt absichtliches Schadentun gelten bei Notwehr. Das heißt, wenn es sich um die Selbsterhaltung handelt. Aber diese beiden Gesichtspunkte genügen, um alle bösen Handlungen gegen Menschen von Menschen ausgeübt zu erklären. Man will für sich Lust oder will Unlust abwehren. In irgendeinem Sinne handelt es sich immer um Selbsterhaltung. Sokrates und Plato haben recht. Was auch der Mensch tue, er tut immer das Gute, das heißt, das, was ihm gut, nützlich scheint, je nach dem Grade seines Intellektes, dem jedesmaligen Maße seiner Vernünftigkeit. Das Harmlose an der Bosheit. Die Bosheit hat nicht das Leid des Anderen an sich zum Ziele, sondern unseren eigenen Genuss, zum Beispiel als Rachegefühl oder als stärkere Nervenaufregung. Schon jede Neckerei zeigt, wie es Vergnügen macht, am Anderen unsere Macht auszulassen, und zum lustvollen Gefühle des Übergewichts zu bringen. Ist nun das Unmoralische daran, Lust aufgrund der Unlust anderer zu haben? Ist Schadenfreude teuflisch, wie Schopenhauer sagt? Nun machen wir uns in der Natur Lust durch Zerbrechen von Zweigen, Ablösen von Steinen, Kampf mit wilden Tieren, und zwar um unserer Kraft dabei bewusst zu werden. Das Wissen darum, dass ein anderer durch uns leidet, soll also hier dieselbe Sache, in Bezug auf welche wir uns sonst unverantwortlich fühlen, unmoralisch machen? Aber wüsste man dies nicht, so hätte man die Lust an seiner eigenen Überlegenheit auch nicht dabei, diese kann eben sich nur im Leide des Anderen zu erkennen geben, zum Beispiel bei der Neckerei. Alle Lust an sich selber ist weder gut noch böse. Woher sollte die Bestimmung kommen, dass man, um Lust an sich selber zu haben, keine Unlust anderer erregen dürfe. Allein vom Gesichtspunkte des Nutzens her, das heißt aus Rücksicht auf die Folgen, auf eventuelle Unlust, wenn der Geschädigte oder der stellvertretende Staat Ahndung und Rache erwarten lässt. Nur dies kann ursprünglich den Grund abgegeben haben, solche Handlungen sich zu versagen. Das Mitleid hat ebenso wenig die Lust des Anderen zum Ziele, als wie gesagt die Bosheit den Schmerz des Anderen an sich, denn es birgt mindestens zwei, vielleicht viel mehr Elemente einer persönlichen Lust in sich und ist dergestalt Selbstgenuss. Einmal als Lust der Emotionen, welcher Art das Mitleid in der Tragödie ist, und dann, wenn es zur Tat treibt, als Lust der Befriedigung in der Ausübung der Macht. Steht uns überdies eine leitende Person sehr nahe, so nehmen wir durch Ausübung mitleidvoller Handlungen uns selbst ein Leid ab. Abgesehen von einigen Philosophen, so haben die Menschen das Mitleid in der Rangfolge moralischer Empfindungen immer ziemlich tief gestellt. Mit Recht. Notwehr. Wenn man überhaupt die Notwehr als moralisch gelten lässt, so muss man fast alle Äußerungen des sogenannten unmoralischen Egoismus auch gelten lassen. Man tut Leid an, raubt oder tötet, um sich zu erhalten oder um sich zu schützen, dem persönlichen Unheil vorzubeugen. Man lügt, wo List und Verstellung das richtige Mittel der Selbsterhaltung ist. Absichtlich schädigen, wenn es sich um unsere Existenz oder Sicherheit Erhaltung unseres Wohlbefindens handelt, wird als moralisch konzediert. Der Staat schädigt selber unter diesem Gesichtspunkt, wenn er Strafen verhängt. Im unabsichtlichen Schädigen kann natürlich das Unmoralische nicht liegen, da regiert der Zufall. Gibt es denn eine Art des absichtlichen Schädigens, wo es sich nicht um unsere Existenz, um die Erhaltung unseres Wohlbefindens handelt? Gibt es ein Schädigen aus reiner Bosheit, zum Beispiel bei der Grausamkeit? Wenn man nicht weiß, wie weh eine Handlung tut, so ist sie keine Handlung der Bosheit. So ist das Kind gegen das Tier nicht boshaft, nicht böse. Es untersucht und zerstört dasselbe wie sein Spielzeug. Weiß man aber je völlig, wie weh eine Handlung einem anderen tut? Soweit unser Nervensystem reicht, hüten wir uns vor Schmerz. Reichte es weiter, nämlich bis in die Mitmenschen hinein, so würden wir niemanden ein Leides tun, außer in solchen Fällen, wo wir es uns selbst tun, also wo wir uns der Heilung halber schneiden, der Gesundheit halber uns mühen und anstrengen. Wir schließen aus Analogie, dass etwas jemandem weh tut und durch die Erinnerung und die Stärke der Fantasie kann es uns dabei selber übel werden aber welcher Unterschied bleibt immer zwischen den Zahnschmerzen und dem Schmerze, Mitleiden, welchen der Anblick des Zahnschmerzes hervorruft. Also, bei dem Schädigen aus sogenannter Bosheit ist der Grad des erzeugten Schmerzes uns jedenfalls unbekannt. Insofern aber eine Lust bei der Handlung ist, Gefühl der eigenen Macht, der eigenen starken Erregung, geschieht die Handlung, um das Wohlbefinden des Individuums zu erhalten, und fällt somit unter einen ähnlichen Gesichtspunkt wie die Notwehr, die Notlüge. Ohne Lust kein Leben. Der Kampf um die Lust ist der Kampf um das Leben. Ob der Einzelne diesen Kampf so kämpft, dass die Menschen ihn gut oder so, dass sie ihn böse nennen, darüber entscheidet das Maß und die Beschaffenheit seines Intellektes. Die belohnende Gerechtigkeit Wer vollständig die Lehre von der völligen Unverantwortlichkeit begriffen hat, der kann die sogenannte strafende und belohnende Gerechtigkeit gar nicht mehr unter den Begriff der Gerechtigkeit unterbringen, falls diese darin besteht, dass man jedem das Seine gibt. Denn der, welcher gestraft wird, verdient die Strafe nicht. Er wird nur als Mittel benutzt, um fürderhin von gewissen Handlungen abzuschrecken. Ebenso verdient der, welchen man belohnt, diesen Lohn nicht. Er konnte ja nicht anders handeln, als er gehandelt hat. Also hat der Lohn nur den Sinn einer Aufmunterung für ihn und andere, um also zu späteren Handlungen ein Motiv abzugeben. Das Lob wird dem Laufenden in der Rennbahn zugerufen, nicht dem, welcher am Ziele ist. Weder Strafe noch Lohn sind etwas, das einem als das Seine zukommt. Sie werden ihm aus Nützlichkeitsgründen gegeben, ohne dass er sie mit Gerechtigkeit zu beanspruchen hätte. Man muss ebenso sagen, der Weise belohnt nicht, weil gut gehandelt worden ist, als man gesagt hat, der Weise straft nicht, weil schlecht gehandelt worden ist, sondern damit nicht schlecht gehandelt werde. Wenn Strafe und Lohn fortfielen, so fielen die kräftigsten Motive, welche von gewissen Handlungen weg zu gewissen Handlungen hintreiben, fort. Der Nutzen der Menschen erheischt ihre Fortdauer, und insofern Strafe und Lohn, Tadel und Lob am empfindlichsten auf die Eitelkeit wirken, so erheischt derselbe Nutzen auch die Fortdauer der Eitelkeit. Am Wasserfall Beim Anblick eines Wasserfalls meinen wir in den zahllosen Biegungen, Schlängelungen, Brechungen der Wellen, Freiheit des Willens und Belieben zu sehen. Aber alles ist notwendig, jede Bewegung mathematisch auszurechnen. So ist es auch bei den menschlichen Handlungen. Man müsste jede einzelne Handlung vorher ausrechnen können, wenn man allwissend wäre, ebenso jeden Fortschritt der Erkenntnis, jeden Irrtum, jede Bosheit. Der Handelnde selbst steckt freilich in der Illusion der Willkür. Wenn in einem Augenblick das Rad der Welt stillstände, und ein allwissender, rechnender Verstand da wäre, um diese Pause zu benutzen, so könnte er bis in die fernsten Zeiten die Zukunft jedes Wesens weiterzählen und jede Spur bezeichnen, auf der jedes Rad noch rollen wird. Die Täuschung des Handelnden über sich, die Annahme des freien Willens gehört mit hinein in diesen auszurechnenden Mechanismus. Unverantwortlichkeit, und Unschuld. Die völlige Unverantwortlichkeit des Menschen für sein Handeln und sein Wesen ist der bitterste Tropfen, welchen der Erkennende schlucken muß, wenn er gewohnt war, in der Verantwortlichkeit und der Pflicht den Adelsbrief seines Menschentums zu sehen. Alle seine Schätzungen, Auszeichnungen, Abneigungen sind dadurch entwertet und falsch geworden. Sein tiefstes Gefühl, das er dem Dulder, dem Helden entgegenbrachte, hat einem Irrtume gegolten. Er darf nicht mehr loben, nicht tadeln, denn es ist ungereimt, die Natur und die Notwendigkeit zu loben und zu tadeln. So wie er das gute Kunstwerk liebt, aber nicht lobt, weil es nichts für sich selber kann, wie er vor der Pflanze steht, so muß er vor den Handlungen der Menschen, vor seinen eigenen stehen. Er kann Kraft, Schönheit, Fülle an ihnen bewundern, aber darf keine Verdienste darin finden. Der chemische Prozess und der Streit der Elemente, die Qual des Kranken, der nach Genesung lechzt sind ebenso wenig Verdienste, als jene Seelenkrämpfe und Notzustände, bei denen man durch verschiedene Motive hin und hergerissen wird, bis man sich endlich für das Mächtigste entscheidet, wie man sagt. In Wahrheit aber bis das Mächtigste Motiv über uns entscheidet. Alle diese Motive aber, so hohe Namen wir ihnen geben sind aus denselben Wurzeln gewachsen, in denen wir die höchsten Gifte wohnend glauben. Zwischen guten und bösen Handlungen gibt es keinen Unterschied der Gattung, sondern höchstens des Grades. Gute Handlungen sind sublimierte Böse, böse Handlungen sind vergröbtere, verdummte Gute. Das einzige Verlangen des Individuums nach Selbstgenuß samt der Furcht, desselben verlustig zu gelten, befriedigt sich unter allen Umständen. Der Mensch mag handeln, wie er kann, das heißt, wie er muss. Sei es in Taten der Eitelkeit, Rache, Lust, Nützlichkeit, Bosheit, List, sei es in Taten der Aufopferung des Mitleids, der Erkenntnis, die gerade der Urteilsfähigkeit entscheiden, wohin jemand sich durch dieses Verlangen hinziehen lässt. Fortwährend ist jeder Gesellschaft, jedem Einzelnen eine Rangordnung der Güter gegenwärtig, wonach er seine Handlungen bestimmt und die der anderen beurteilt. Aber dieser Maßstab wandelt sich fortwährend. Viele Handlungen werden böse genannt und sind nur dumm, weil der Grad der Intelligenz, welche sich für sie entschied, sehr niedrig war. Ja, in einem bestimmten Sinne sind auch jetzt noch alle Handlungen dumm. Denn der höchste Grad von menschlicher Intelligenz, der jetzt erreicht werden kann, wird sicherlich noch überboten werden. Und dann wird bei einem Rückblick all unser Handeln und Urteilen so beschränkt und übereilt erscheinen, wie uns jetzt das Handeln und Urteilen zurückgebliebener wilder Völkerschaften beschränkt und übereilt vorkommt. Dies alles einzusehen kann tiefe Schmerzen machen, aber danach gibt es einen Trost. Solche Schmerzen sind Geburtswehen. Der Schmetterling will seine Hülle durchbrechen, er zerrt an ihr, er zerreißt sie. Da blendet und verwirrt ihn das unbekannte Licht, das Reich der Freiheit. In solchen Menschen, welche jener Traurigkeit fähig sind, wie wenige werden es sein, wird der erste Versuch gemacht, ob die Menschheit aus einer moralischen sich in eine weise Menschheit umwandeln könne. Die Sonne eines neuen Evangeliums wirft ihren ersten Strahl auf die höchsten Gipfel in der Seele jener Einzelnen, da ballen sich die Nebel dichter als je, und nebeneinander lagert der hellste Schein und die trübste Dämmerung. Alles ist Notwendigkeit, so sagt die neue Erkenntnis, und diese Erkenntnis selber ist Notwendigkeit. Alles ist Unschuld, und die Erkenntnis ist der Weg zur Einsicht in diese Unschuld. Sind Lust, Egoismus, Eitelkeit notwendig zur Erzeugung der moralischen Phänomene und ihrer höchsten Blüte, des Sinnes für Wahrheit und Gerechtigkeit der Erkenntnis? War der Irrtum und die Verirrung der Phantasie das einzige Mittel, durch welches die Menschheit sich allmählich zu diesem Grade von Selbsterleuchtung und Selbsterlösung zu erheben vermochte? Wer dürfte jene Mittel geringschätzen? Wer dürfte traurig sein, wenn er das Ziel, zu dem jene Wege führen, gewahr wird? Alles auf dem Gebiete der Moral ist geworden, wandelbar, schwankend, alles ist im Flusse, es ist wahr. Aber alles ist auch im Strome, nach einem Ziele hin. Mag in uns die vererbte Gewohnheit des irrtümlichen Schätzens, Liebens, Hassen immerhin fortwalten, aber unter dem Einfluss der wachsenden Erkenntnis wird sie schwächer werden. Eine neue Gewohnheit, die des Begreifens, Nichtliebens, Hassens, Überschauens, pflanzt sich allmählich in uns auf demselben Boden an und wird in Tausenden von Jahren vielleicht mächtig genug sein, um der Menschheit die Kraft zu geben, den weisen, unschuldigen, unschuldbewussten Menschen ebenso regelmäßig hervorzubringen, wie sie jetzt den unweisen, unbilligen, schuldbewussten Menschen. Das heißt, die notwendige Vorstufe, nicht den Gegensatz von jenem, hervorbringt.